Hallo und herzlich willkommen zu Graf Schadra und zu der Folge Pokémon Go. Wir sind wieder unterwegs, diesmal ein bisschen andere Location. Es wird wieder Rauch gespielt. Ich habe gerade im Prinzip frei. Heute war erster Schultag wieder. Jetzt gab es gerade Stundenplan und alles. Und jetzt habe ich jetzt ein paar Stunden frei. Jetzt habe ich gleich noch Chatterunterricht. Aber die Zeit können wir jetzt nutzen. Einmal schnell hier den Abenteuerrauch, den täglichen zu spielen. Ich habe jetzt die letzten Tage, weil ich wegen dem warmen Wetter nicht rausgegangen bin, den abends einfach mal so angemacht, damit der wenigstens für die Medaille zählt. Aber jetzt können wir wieder spielen und wir hoffen einfach mal. Ich mache mal das Licht höher. Ne, mehr geht nicht. Dass wir einen Galarvogel bekommen. Das ist das Ziel. Ob das klappt, das ist immer so die Frage, aber wir probieren es. Ja, ich bin jetzt gerade in der Nähe von meiner Schule, dementsprechend ein bisschen anders als bei mir vor der Haustür. Aber das ist ja eh egal. Zack, nächster Ball. Ah, der ist auch gefangen. Mann, ist das warm, ne? Das ist unglaublich. Ist aber überall in Deutschland, glaube ich, gerade so. Also ich kenne keine Lokalität hier in Deutschland, in der es gerade nicht so warm ist. Würde mir zumindest keiner einfallen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder so ein bisschen kühler wird. Ein Quickel. Eins, zwei. Ansonsten, das Käfer-Event hat ja angefangen. Wir sind jetzt Käfer unterwegs. Es gibt eine Sammleraufgabe, die muss ich mal gucken, gibt es ordentliche Aufgaben, aber gibt auch eine Pose, da ist Belohnung. Da darf die schon so ein bisschen üppiger sein. Neues Pokémon Akupa ist das, glaube ich, habe keine Ahnung. Aber das sieht man ja auch, wenn man das findet. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir lang gehen. Ob wir hier so ein Waldstück, aber danach ist wieder Straße, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, wir gehen hier rechts und dann einfach wieder zurück. Das ist der Weg, den ich immer in der Pause mit einem Freund gehe. Ja, den machen wir. Hier schön an den Feldern entlang. Das ist super. Jetzt müssten nur Pokémon spawnen. Nein, Pikachu. Ja, das Event wurde angekündigt. Das Pokémon Go Fest 2022 Finale. Muss man ja sagen, wirklich geil. Also hat sich, wenn das so ist, wie Niantic das angekündigt hat, dann ist das wirklich ein richtig geiles Event. Also da kann man sich drauf freuen. 27.8. 10 bis 6. Vielleicht blende ich auch irgendwas dazu ein. Mal gucken. Gerade mal so, falls es dazu kommt. Ja. Falls da. Wobei, wenn man das Go-Fest-Ticket haben ja die meisten gekauft. Also da ansonsten 15 Euro kostet das Ganze, glaube ich, nochmal. Das ist dann, wenn man das So-Ticket nicht gekauft hat, echt ein stolzer, ordentlicher Preis nochmal. Aber die Ultra-Bestien kommen, also lohnt sich schon das Event, muss man ja sagen. Also andererseits, so ist es natürlich, das Go-Fest hat, weiß ich nicht, wie viel hat das gekostet, 18 Euro, 20 Euro Eintritt oder so. Wenn man überlegt, das hier kostet nochmal 13 Euro, dann spart man echt ordentlich, wenn man das normale Go-Fest-Ticket auch gekauft hat. So, hier ist ein Hornlio, den fangen wir mal schnell für die, ach Gott, was ist das denn, ein Parfüm? Krass, ich war jetzt hier über 2 Monate nicht, wie sich das hier verändert hat, alles gewachsen hier. Cool. Ja, der ist auch in der Sammleraufgabe. Dafür würde ich allerdings mal einen Ultraball werfen. Ist ja noch so viel drin. Nein, komm schon. Ein Zirpuzze. Ja.
ist das auch ein Hornliu. Schön, hier ist nichts los, hier kann man immer. Ich finde, das ist so komisch. Immer wenn ich diese letzten Videos, sind mir regelmäßig irgendwie Leute an mir vorbeigelaufen. Das finde ich dann immer irgendwie mal ganz komisch, wenn man dann da auf einmal Leute hat, mit denen man, die halt einen hören, wenn man so spricht. Weil das sieht voll bescheuert aus, wenn man so hier mit so einem Handy rumläuft und dann da die ganze Zeit reinspricht. Irgendwie. Und es sieht auch nicht gerade so aus, als würde ich telefonieren, dementsprechend. Ja, wie lange haben wir denn noch? 9 Minuten, oh, die Zeit, die rennt immer so richtig, ne? Toxipet kann jetzt shiny sein, den tippen wir mal an. Ist aber keiner, aber fangen wir mal. Ja, will aber nicht drin bleiben. Was ist das? Ein Raupi. Ja, es ist hier ist dann die Straße, hier ist die Brücke und bis hierhin gehe ich und jetzt, ja genau, hier einmal unter die Brücke, einmal kurz, ah, hier ist Schatten, das ist gleich viel angenehmer, da sieht man mich dann auch richtig, ja, hier ist so ein kleines Flüsschen unter der Brücke, das ist echt krass, das war mal richtig fließend. Aber jetzt sind das noch so ein paar Tröpfchen. Wegen dem warmen Wetter ist das alles verschwunden. So. Hier können wir auch schon mal. Achso, ich muss erst die andere abholen. Ist hier? Oder was? Ah, hier. Ist was wir abholen können. Und dann gehen wir mal zurück. Sonst spawnen ja keine Pokémon, ein Bibor. Der ist eben wohl abgehauen. Meine Fresse, ist das warm, echt. Ich bin mal gespannt, wie warm es gleich in meinem Schulgebäude ist. Ich war heute bis jetzt nur in der Turnhalle. Ja, mal gucken. Das ist bestimmt auch 6,5 Wochen, 1,5 Monate. Gut 1,5 Monate nicht gelüftet, ne? Das kann ich mir schon gleich recht unangenehm da drin vorstellen. Ein weiteres Raupi. Ich weiß nicht, NRW ist ja das erste Bundesland dieses Jahr gewesen, was in die Sommerferien gegangen ist. War in dieser Sicht natürlich recht angenehm, aber wir sind halt auch die Ersten, die wieder rein müssen in die Schule. Dementsprechend. Ja. Haben jetzt halt alle noch Ferien, eine Woche, 2, 3, 4, 5, weil hat der gerade erst angefangen. Und wir sitzen halt schon wieder an den Schreibtischen. Und das gerade, wo es so warm ist, das wird bestimmt richtig unangenehm. Aber was muss, das muss, ne? Schule ist wichtig. Da kann man auch mal ein paar Tage schwitzen dann, ne? Oh, jetzt ist es eh, ich bin jetzt in der Oberstufe. Da ist jetzt eh, oh, können wir gucken, ob wir hier rumkommen, denn hier ist so ein, auf der anderen Seite vom Fluss, der ist so schmal, da kann man drüber steigen. Inzwischen da führt so ein kleiner Weg entlang. Ob der so zugewachsen ist oder ob wir da durchkommen. Ja, wir gucken mal, oder? Bisschen querfällt ein hier. Kacke, ist das zugewachsen hier, ja. Aber jetzt sind wir drin, jetzt wollen wir auch nicht umdrehen, was? Ja, hier geht's. Ah, doch nicht. Es
im Winter ist das hier deutlich angenehmer lang zu laufen. Zack. So, jetzt geht's hier, jetzt wieder. So, ein Pipi. Ihr habt gesehen, wir müssen Beeren benutzen. Die benutzen wir doch auch mal. Beim Fangen dieser Pokémon. Ach du Scheiße. Was ein kranker Weg. Ja, hier kommen wir nicht mehr durch, das ist alles zugewachsen. Dann gehen wir zurück. Das ist sehr schade. Der Weg ist nämlich echt schön, aber gut. Oder vertue ich mich? Nee. Nee. Ja, probieren wir es. Nee, wir gehen zurück. Dann hat der Weg uns besiegt. Der Rauch ist eh gleich vorbei. Da ist dann auch schon das Vergnügen wieder vorbei. Das ist echt krass, überall so ein bisschen, sieht das aus wie in so einer Wüstenlandschaft hier, wo so aber Wasser hinkommt, so über harter Boden und dann überall so simple grüne Gräser und alles. Sieht ist ganz, ganz cool. Jetzt nochmal einmal zurück durch den Dschungel. Nicht stolpern und parallel immer schön Pokémon spielen. Das war wirklich keine so gute Idee. Da müssen wir warten, bis wieder Winter ist, bis wir hier wieder lang gehen können, bis die Pflanzen, ich weiß nicht, ob die im Winter wieder eingehen, ich gehe mal davon aus. Zack, zack. Jetzt sind wir zurück am Fluss. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Versuch was wert, nicht wahr? Seit 2 Minütchen geht das Ding hier nach. Nee, mein Vater hat, glaube ich, inzwischen schon alle Vögel. Einmal, wir haben ja mehrere Accounts. Wenn man dann sich so viel Zeit nimmt und die dann immer alle bespielt, dann bekommt man die auch alle schon. Wobei da auch natürlich viele abhauen. Also das ist... Bisher habe ich es eingesehen. Wobei ich auch nicht so viele Rauch gezündet habe. Das wäre mein 5. glaube ich. Mein 5. oder 6. Ich habe keine Ahnung. Ja, mein 5. Ne, mein 6. weil davor musste man ja einzünden. So, noch ein. Was ist das für ein Flurmel? Baumpel können wir auch noch mitnehmen. Ein Slimer. Jetzt gehe ich das Waldstück entlang, mir was zu trinken kaufen. Und dann habe ich auch gleich schon Wetterunterricht. Rauch ist vorbei.
ich den Slimer jetzt gefangen. Ja. Ja, und dann war's das. Ciao.